Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video, wie man sieht und wie man an der Akustik hört, diesmal aus dem Badezimmer. Ich möchte euch heute mal so ein bisschen was zum Thema Waschmaschinen bzw. Waschtrockner kurz rüberbringen, womit ich in den letzten Jahren recht gute Erfahrungen gemacht habe. Und zwar geht es einfach um das einfache Thema. Ich meine, ich gehe jetzt hier nicht um einzelne Waschmaschinen und was weiß ich was. Aber das Thema, was bei vielen noch so ein bisschen skeptisch betrachtet wird, ist das Thema Waschtrockner. Das heißt, ich habe ja normalerweise eine Waschmaschine und dann habe ich ein extra Gerät daneben stehen oder drüber stehen, das ist dann ein Waschtrockner. Das sind zwei Geräte, die ich unabhängig voneinander benutze. Es gibt aber auch Waschtrockner, das heißt also, das sind zwei Geräte in einem. Ich habe so ein Teil. Das hier ist jetzt ein LG, den habe ich mir vor 2 Jahren gekauft. Davor hatte ich auch einen Waschtrockner von Indesit. Das ist so eine No-Name-Firma. Indesit hat, der war sehr, sehr preiswert. Die gibt es auch jetzt noch. Die gibt es dann, die Waschtrockner, so um die 450 Euro circa, was wirklich günstig ist. Der Indesit damals habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, war nie kaputt, hat etwa 5 oder 6 Jahre gehalten. Dann bin ich umgezogen und habe ihn einem Freund geschenkt. Ich glaube, der läuft da heute noch. Und vor 2 Jahren, als ich in diese Wohnung hier eingezogen bin, habe ich mir einen neuen Waschtrockner von LG bestellt und habe damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Generell ist es halt so, ich kann bei diesem Gerät bis zu 8 Kilo waschen und bis zu 4 Kilo trocknen. Das heißt, ich muss ein bisschen von der Menge, wenn ich trocknen möchte, ein bisschen auf das Gewicht achten. Die Maschine kann das aber auch selber wiegen. Das heißt, wenn ich hier zu viel reinstopfe, meckert sie rum und dann fängt sie nicht an zu waschen. Auch hier ist mittlerweile der Freund der Computer mit drin. Und hier wird alles einzeln entsprechend abgestimmt. Ich will euch die Maschine gleich mal ganz kurz erklären. Wird nichts Langes werden. Das Thema Waschmaschinen, finde ich, ist so ein bisschen unsexy, aber ich finde es trotzdem eine interessante Variante und weil ich eben wirklich viele positive Erfahrungen damit gemacht habe, mache ich einen kurzen Beitrag drüber. So, wenn wir die Maschine mal anmachen, wird man mit einem netten Ton begrüßt. Man hat dann hier die Möglichkeit, die verschiedenen Waschprogramme einzustellen. Das ist normal, da gehe ich jetzt nicht so ins Detail mit rein. Pflegeleicht, Sportswir, hier Kindersachen, hier kann ich das wunderbar einstellen. Dann kann ich hier einstellen, welchen Schleudergang ich haben will. Die hier macht maximal 1400 Touren. Man sollte sehen, dass man eine Waschmaschine auf jeden Fall hat, die einen Schleudergang von über 1000 Touren macht. Dann haben wir hier die Möglichkeiten, die verschiedenen Temperaturen einzustellen, vor welche trocknen und so weiter. Das kann man sich dann alles zusammenstellen, wie man das haben möchte. Ich mache es meistens so, die normale Koch- und Bundwäsche, die haben wir hier. Wenn ich das einstelle, die Trommel voll habe, dann sieht es so aus, dass die Maschine 1,5 Stunden lang läuft. Dann sind die Sachen alle gewaschen und geschleudert. Und dann stelle ich danach nochmal Timer-Trockner ein. Da lasse ich das Ganze nur 30 Minuten, nicht hier gehe ich jetzt, genau, wenn ich das Schleudern wegmache, dann läuft es mir nur 30 Minuten. Das heißt, ich brauche pro Waschgang volle Trommel etwa 2 Stunden. Waschen, schleudern und trocknen. Dann muss man es trocknen noch aufhängen, aber die Sachen sind dann halt wie Bettwäsche oder Schlafanzüge etc. Sie sind dann halt, oder die Handtücher sind halt schön weich, weil ich sie angeschleudert habe. Es gibt hier auch noch dieses Schranktrocken und Bügeltrocken. Also Schranktrocken braucht natürlich, es ist eine Energiegeschichte. Ihr seht hier, wenn ich jetzt Schranktrocken mache, dauert sowas 3 Stunden. Habe ich noch nie gemacht, würde ich auch nie machen, weil das verschlingt natürlich Unsummen an Strom. Also normal waschen und dann eben auf Timer trocknen stellen. Und dann hat man hier eigentlich, dann muss ich vielleicht noch einen halben Tag oder Tag, je nach Temperatur, das Ganze aufhängen und zum Trocknen. Und dann habe ich das eigentlich beide Vorteile, die ich mit der Waschmaschine habe und die ich mit dem Trockner habe, in einer Maschine. Wie gesagt, wir sind die Maschinen, seit 8 Jahren benutze ich die Waschtrockner noch nie, toi toi toi, was kaputt gegangen. Und das ist also schon eine ganz ordentliche Technik. Letztendlich ist es eine Preisfrage wieder, wie so viele Sachen. Und darum möchte ich diesen Beitrag gerne hier auf meinem Kanal eingestellt haben.
Wenn ich mir eine gute Waschmaschine kaufe, na, ein Markengerät von LG oder von Samsung oder gar von Miele, wie sie alle heißen, Bauknecht, AEG etc., da bin ich locker meistens für die Waschmaschine, wenn es ein namhaftes Produkt ist, etwa 5, 6, 7, 800 Euro los. Wenn ich dann noch einen Trockner kaufe, das ist das gleiche Gerät dann nochmal, bin ich nochmal etwa 300, 400 Euro los. Das heißt also, die günstigste Kombination Waschmaschine und Trockner liege ich bei 1000 bis 1500 Euro. Hier habe ich jetzt ein Produkt, wo beides in einem drin ist. Und dieses Gerät ist aktuell auch bei Amazon im Moment zu kaufen. Ist also ein aktuelles Gerät und liegt bei etwa zwischen 500 und 550 Euro. Das heißt, ich habe hier die beiden Geräte in einem. Und ich muss natürlich auch noch bedenken, ich habe einmal den Preisvorteil und ich habe natürlich den Platzvorteil. Denn wenn ich ein kleines Bad habe und jetzt noch einen Trockner dazu habe, den muss ich jetzt hier draufstellen, da steht die Riesenkiste hier nochmal da drauf oder steht hier neben, dann habe ich natürlich viel weniger Platz. Es ist einmal der Platz und es ist einmal, wie gesagt, die finanzielle Geschichte. Und dann ist es halt auch so, vom Kostenfaktor, was den Strom angeht, habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich jetzt nicht die vorgegebenen Programme nehme, sondern wirklich dieses Timer-Trockne hier mache, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich trotzdem nicht mehr Strom verbrauche, wie jetzt mit einer normalen Waschmaschine. Also dieses Märchen, dass diese Geräte wahnsinnig viel Strom brauchen, ist eigentlich auch Unsinn. Man kann ja mit diesen Programmen, die da drin sind, auch spielen. Ich muss sie ja nicht so abspielen, so ablaufen lassen, wie sie hier vorgegeben sind. Denn wie ich eben schon sagte, wenn ich hier Schrank trocken mache und hier steht, dass die Maschine jetzt 3 Stunden läuft, das will ich ja nie machen. Also so. Also insofern, ich kann das empfehlen. Dieses Gerät hier speziell muss ich auch noch vielleicht dazu sagen, das ist die Trommel ist eine sogenannte Invertertechnik, das heißt, an der Trommel sitzt direkt ein Motor. Die Trommel wird nicht über eine, nicht über einen Keilriemen angetrieben und somit hat man auf dieses Teil auch bis zu 10 Jahre Garantie, auf diese Invertereinheit, geht also fast nie kaputt. Ein Riesenvorteil und diese Invertertechnik ist wesentlich leiser, als wenn ich mit diesem Riemenantrieb arbeite. Insofern ist das hier ein wirklich super Produkt, innovativ. Ich habe bis 10 Jahre Garantie. A++++ habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und insofern kann sich das jeder mal überlegen. 500, 600, 700 Euro maximal gebt ihr für den guten, namhaften Waschtrockner aus. Ob es jetzt der billigste sein muss, müsst ihr euch überlegen. Aber ich kann Waschtrockner wirklich nur empfehlen, weil ich hier zu einem günstigen Preis beide Vorteile entsprechend habe. Und wenn es ein Markengerät ist und wie gesagt so eine recht gute Technik, kann man nichts falsch machen. So, ja, das war so ein bisschen was aus dem Badezimmer für heute. Ich hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen Tipp geben konnte. Wie gesagt, wie eine Waschmaschine funktioniert, erkläre ich jetzt hier nicht. Das müsst ihr euch selber, das weiß ja im Prinzip jeder selber. Und wenn ihr unter dem Beitrag den Link anklickt, kommt ihr auf die Technikseite, da könnt ihr alle Programme abrufen und alle technischen Details, da gehe ich ja meistens in meinen Beiträgen nicht so sehr ins Detail. Ja, hoffe trotzdem hat euch gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Beitrag und auf Wiedersehen.